Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play X4. Ich habe es geschafft, den Großteil meiner Flotte quasi wieder herzubringen, Richtung Getsufune. Einzig, was noch ein bisschen länger braucht, ist, wo haben wir dich denn? Mal den Erlkönig hinten. Der braucht noch ein kleines bisschen. Und ich habe auch gesehen beim Erlkönig, wir haben noch nicht alle Sachen gefunden. Das heißt, ich müsste mal hier überall quasi ein bisschen was erkunden. Ein bisschen viel erkunden sogar. Das können wir nebenbei machen, indem wir sagen, nimm Ja, komm mal her. Du sollst bitte einmal hier erkunden. Einmal da erkunden. Einmal da und einmal hier hin. Wunderbar. Das gleiche soll er bitte auch hier machen. So. Soll er. Ja, Befehle kommen gleich. Und hier rüber hin. Und dann natürlich auch nur hier alles machen. Weil theoretisch müsste in den ihren Sektoren, theoretisch zumindest, irgendwo noch Datentresore sein, mit dessen Hilfe wir in der Lage sind. So, wir könnten HP-Acke eigentlich auch noch untersuchen, wenn ich es richtig erinnere. Wellenbrecher. Ja, der Sektor ist noch ein bisschen zu gefährlich, das passt schon. Zack, und andocken und warten. Jetzt müssten wir alles haben. Wunderbar. Dass wir quasi im Nachhinein dann nochmal hier schauen können, um die restlichen Teile für den Erlkönig zu machen. Hallo. Denn momentan fehlt uns da ein bisschen was. So, aber in der Zwischenzeit wollen wir natürlich ein paar Kleinigkeiten machen. Dazu gehört, grausamer Vorschuss einzunehmen. Denn, jetzt kommt's nämlich, nach und nach wird hier die Elektrokomponenten voll, was ich hier richtig schön finde an der Stelle. Und wenn wir das haben, gibt es nämlich dann quasi ein paar neue Quests. Aber bis dato möchte ich ein paar Vorbereitungen treffen. Das heißt, dieser Schwanengesang. Du gehörst jetzt mir. Vielen lieben Dank dafür. Dann sagen wir, beziehungsweise, was ganz anderes. Captain, du darfst wieder herkommen. Wir sagen bitte, die vier Osakas, die werden noch benannt. Die Folge, in der, beziehungsweise wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, ihr könnt sie benennen. Gib mir ein paar Namen dafür. 4 Stück brauche ich. Dankeschön für mein Voraus. So. Kommandant. Dem Kommandanten folgen. Alpha-Geschwader. Zack. Dem Kommandanten folgen. Alpha-Geschwader. Zack. Ebenso Alpha-Geschwader. Und du auch. Kommandant folgen. Wunderbar. Hallo. Und die Kyushu macht genau das gleiche. Dem Kommandanten folgen. Sodle. Damit wäre unsere erste Flotte schon mal da. Und ich möchte bitte direkt hier hinfliegen. Zack. Ich möchte den Sektor für mich gewinnen. Denn dieser Sektor hat ein paar gute Sachen, möchte ich mal behaupten. Wasserstoff-Silizium, Envidium, das geht, Methan, Helium, Erz, Sonnenlicht, hat soweit alles. Sonnenlicht brauchen wir nicht, aber alle anderen Ressourcen. Die Frage, wo er stellt, ist wahrscheinlich, warum? Warum würde ich das brauchen wollen? Hat einen Hintergrund. Ich habe hier unten unsere Geldmaschine, Imperators Grundlagen. Die läuft auch relativ gut, da kann man nichts gegen sagen. Ich muss mal gerade bei denen hier reinschauen. Haben wir hier ein bisschen was hinzugefügt, wie schaut es denn da momentan aus? Die Lager sind recht gut voll. Da ist eigentlich Nein dazu. Okay. Das ist eher die Frage, ob wir noch ein paar weitere Arbeiter machen, damit ihr ein bisschen mehr produzieren. Das wäre vielleicht nicht mal das Verkehrteste. Da muss ich mir noch überlegen, wie ich das am schönsten machen kann. Egal, wenn die schließen, passt soweit. Ein bisschen Übersicht hier noch machen. Wir sind gerade gegen was gekracht. 100 Millionen schon wieder. Meine Güte, bestätigen. Bitte schnell mitnehmen. Haben wir denn mittlerweile schon alles gegeben? Ja, es ist eigentlich schon alles da. Das heißt, wir haben eine Überproduktion, oder? Ja, wir können gar nicht so viel verbrauchen momentan. Das heißt, wir könnten noch mehr Produktionskapazitäten hinstellen.
Interessant. Interessant, wobei wir machen schon genug. Unsere Geldmaschine auf jeden Fall hier. Aber ich möchte ja auch noch selber Schiffe herstellen. Wie ihr wisst, die heftigsten Schiffe. Wenn ich da mal kurz hingehen kann, zum Mond, Schiff kaufen, wären ja quasi die Synd als Elf-Schiff, die wäre recht schön zu haben, beziehungsweise die Asgard. Zwei Schiffe, die wir so nicht kaufen können. Ja, ich will noch nicht sagen. Yep. Es ist einfach so, es ist gesperrt. Wir können nichts machen, wir könnten auch bei den Terranern auf Maximum Freundschaft sein. Es würde nicht funktionieren, heißt, wir müssen es selber bauen. Heißt aber auch, wir müssen dafür die Ressourcen und alles haben. Da spielt dann quasi Grausamer Vorstoß 2. Wird uns da behilflich sein. Inwiefern? Wir werden hier diesen Sektor erobern, hier und hier Verteidigungsstationen aufbauen, damit auch ja keiner rein raus kann. Also die Leute, die wir mögen, werden hier ein Handelszentrum aufbauen mit einigen, sagt es mir, Hokkaido-Transportern, die quasi hier dann die Rohmaterialien sammeln und danach später zu unserem Hauptquartier führen. Denn wenn man sich das Ganze anschaut, das Hauptquartier ist natürlich jetzt noch komplett nichtig. Das ist, ja, schön schaut anders aus, sagen wir es mal so. Das ist einfach nur zweckmäßig, dann wird man das irgendwo wegbekommen. Aber ich möchte hier natürlich dann später mal auf jeden Fall unsere Schiffswerften und sowas haben. So richtig zack, 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 einmal drumherum. Wunderbar. Und dafür brauchen wir Materialien, die wir hier dann quasi in Getzufune, nicht Getzufune, Entschuldigung, hier in Grausamer Vorstoß aufbauen werden. Das passt denn schon, das passt denn schon. Sag mal, bist du vorher keine vorbeigeflogen? Ich wollte keine vorbeigeflogen, ich hab sowas von. Okay. Ich möchte bitte, dass du hier entfliegst, so. Dankeschön. Erreiche System, Grausamer Vorstoß. Ja, kann sagen, wenn der Rest gleich hinterherkommt, wird das wunderbar werden. Aber nur, wenn sie hinterherkommen. Ich glaube langsam, dass ich das Schiff hier steuern muss, wenn es so weitergeht. Wenn der gute Austin hier nicht besser mit dabei ist. Ja, ich hoffe mal, der schafft es schon. Da glaube ich mir jetzt mal ganz stark an ihn dran. So, theoretisch müsste er ohne Probleme hinfliegen. Also Geschwindigkeit wird aktiviert. Normale M-Überfallschiffe, die sind uns egal. Tech-Frachter, andocken am Baulager. Ja, die wollen hier schon wieder was aufbauen, aber ich werde zuerst da sein. Gab's mir? Ich werde zuerst da sein. So. Dieser Sektor wird uns gehören. Unser eigener Sektor, wo uns niemand was sagen kann. Oder Kaiko? Ist doch super, oder? Kann ich helfen? Sir. Ich wollte eigentlich nur, dass du mir zustimmst, aber was soll's. Hallo. Ein Marinesoldat. Kann ich helfen? Ja, ich ihn aber auch. Sir. Ja, nicht der Beste, aber was soll's. Nicht der Beste. Wie weit können wir denn fliegen? Hm, wir werden verfolgt, es macht nichts. Ein P. Jetzt sagen die Kanonen waren gerade ausgerichtet. Ein P ist kein Problem für uns. Ein K wäre ein Problem, aber so wie es ausschaut, sind gerade keine Ks da, also diese Störung der Werft in der letzten Folge? Zwischen der letzten und vorletzten Folge, so in der Richtung. Hat schon sein Gutes getan, muss man so sagen. Ja, wir verlieren auch immer wieder unsere ganzen Satelliten und da ist echt unschön. Richtig unschön sogar. So, alle bitte mal folgen, das passt dann schon. Und wenn wir dann dran stehen, dann muss gekauft werden und gebaut werden. Das wird lustig an der Stelle. Oh. Stimmt, hier können die denn ja trotzdem. Ja. Gibt's noch. Da unten gibt's noch eine Station. Da war ja was. Und was? Ich weiß nicht, was da blinkt. Ach, eine Navigationsbarke. Ah, okay, alles klar, alles klar. Sodle. Dann sagen wir doch mal, ich möchte einen neuen Bauplatz haben. Baba ist zwar oft so zu killen, das passt schon. Und der soll bitte direkt hier vor dem Tor sein. Das wäre wunderbar. Da würde man mir echt Freude machen. So quasi ungefähr hier. Das passt dann schon. Zack. Mhm. Einmal weiter bitte.
Das heißt, wenn die rauskommen, werden sie direkt erstmal an unser... Die Frage, sieht es denn schön aus? Ja, sieht nicht ganz schön, das gebe ich zu. Moment. Moment. Den Bauplatz hier bitte. Halt. Ah, so, noch einmal. Wunderbar. Jetzt dürfte es wahrscheinlich ein bisschen Probleme machen. Yep, weil das Ding sich wieder aufgehangen hat. Okay. Ah, ich hasse es, wenn es das macht. So, grausamer Vorstoß. Jetzt da. Den Bauplatz hätte ich gerne weg. Grausamer Vorstoß. Ach, da oben ist es. Okay, Fabrik jetzt. Wunderbar. Neu erstellen. Ein bisschen weiter weg, so ungefähr hier. Ich habe schon gesehen, wenn die rausspringen und direkt gegen das Ding klatschen, das ist nicht schön. Weiter, Sodle. Also ein bisschen weiter weg, das passt. So, dann sagen wir, wir hätten gern unser Herzstück hier. Das wäre nämlich ein Administrationszentrum. Das wäre echt schön, wenn man das irgendwie hinbauen könnte, so quasi in die Mitte rein. Sodle. Wunderschön. Dann hätte ich gerne auf jeden Fall eine Andockbucht. Yep, die ist nach vorne gerichtet. Und eine Dreierbucht. Oder sowas hier? Eine Dreierbucht eigentlich. Yep, das passt soweit. So. Die hier einmal rumdrehen. Und die Frage ist, bist du groß genug für das Ganze? Nein, bist du nicht. Okay. Muss man doch ein bisschen größer bauen, ein bisschen mehr Platz einräumen für das Ganze. Okay. Übernehmen, das passt soweit. Menü schließen. Ich hätte gern für Versteigerungsplattform für das Ding hier. Einfach mehr Platz. Passt weiter. Darf ich sie jetzt hinbauen? Ja, jetzt haut's hin. Okay, okay. So, wir haben dich, dich und dich. Dann haben wir ein bisschen was zum Andocken. Das ist alles in Ordnung. Dann möchte ich bitte ein paar Brückenelemente machen. Die quasi die Scheiben hinsetzen. Beides wäre eigentlich recht cool. Ich hätte gerne dich hier so rüber hin. Yep, und darüber dann die Scheibe. Mhm, das gefällt mir sogar richtig gut, muss ich sagen. Das gleiche nochmal nach hier unten gebaut. Dann die Scheibe nach hier. Ah, warte mal, noch besser. Weißt du was, noch wesentlich besseres gerade. Nein, nicht verwerfen, dich hier wegmachen. Dann sagen wir, das bitte entfernen. So, die Verteilungsplattform. Die soll bitte schwere Ausrichtung haben. Mhm. Immer schwer, alles schwer, das passt dann schon. Strahlenwaffen, die ich auch hier hinmachen. Einmal schwer. Genauso wie hier. Vielleicht brauchen wir es auch nicht. Wer weiß es schon. Aber ich möchte das Maximum vom Maximum hier haben. Denn das Schöne ist, wir können es uns leisten. So, dich, dich, dich und dich auch. Dich genauso und dich nochmal hinterher. Wunderbar. Änderung bestätigen. Ist gleich hier auch, bitteschön. Scheiben... wird erweitert mit schwer. Ja, bräuchte man es vielleicht nicht unbedingt, aber ja. Passt schon, passt schon. Bestätigen, so. Dann möchte ich mir das hier kopieren und nach da hinten schmeißen. Was natürlich wesentlich besser wäre, wenn man das Ding hier
Kann man das irgendwie so rumdrehen? Das wäre doch gar nicht mal so das Verkehrteste. Ja, das sieht richtig gut aus. Das kommt auch mit hin. Wunderbar. So muss es sein. Entfernen. Noch einmal bitte. Halt, nee, jetzt ist es richtig, okay. Jetzt war es richtig. So, du nach da und nach dorthin. Dann sagen wir, kopiere Modul nach da unten. Kopiere Modul nach da unten. Geht nicht, weil... Okay, warte mal. Änderung speichern. So. Menü schließen. Und dann sagen wir nochmal bitte, ich hätte gerne für Verteilungsplattform. Was soll's? Zack, Ausweitung in allen Himmelsrichtungen. Dies gönnen wir uns jetzt einfach mal. So, kopieren. Hallo. Hallöchen aber auch. Das hier bitte kopieren. Mal so rüber machen und dann dorthin setzen. Ja, das passt ungefähr. Passt schon. Sieht's passend in der Luft. So. Kopiere Modul. Was denn hier macht. Das gleiche machen wir nochmal hin. Halt, die Sequenz möchte ich bitte haben. Das war das Richtige. Kopiere Sequenz. Erwarte Befehle. Dorthin. Geht nicht, das wäre ein bisschen zu weit. Okay. Macht nichts, macht nichts. Dann möchte ich bitte dich darum sehen. Mhm. Dann nochmal kopiere Modul in die Richtung. Warum geht das nicht? Merkwürdig, sehr, sehr merkwürdig. Änderung übernehmen. Diese Änderung möchte ich bitte gelöscht sehen, wenn es geht. Okay, okay. Anders, zack, zack. Kopiere Sequenz nach darüber hin. Zack, kopiere Sequenz nach darüber hin. Nice, daraus wurde jetzt was. Kopiere Sequenz. Irgendwo hin, wo es auch funktioniert. So rüber. Und kopiere Sequenz. Ja. So rüber hin. Okay. Ich kann mal sagen, das ist doch gar nicht mal so die schlechteste. Es könnte besser schauen, gebe ich zu, aber was soll's. Du Änderung übernehmen, das passt. Konstruktionsschiff soll bitte unser Kyushu sein. Ja, wunderbar. Benötigen jede Menge Energiezellen, Metallgitter, das wären dann 143 Millionen. Das ist ein bisschen viel. Ein bisschen arg viel sogar. Aber, das kriegen wir hin. Das kriegen wir doch hin, würde ich mal sagen. Muss ich gerade nur mal schauen, sehen wir das Ganze auch hier irgendwo? Ja, wenig, okay. Yep. Doch, da drüben. Da drüben. Okay. Das heißt... Wir werden uns jetzt mal einen kleinen Transporter besorgen. Und zwar haben wir hier doch einen rumschwirren. Dich hier. Jetzt, da funktioniert es wieder. Ohne Mineral, nein. Terras erste Faust. Ah. Ja, du bleibst hier. Eine Okinawa. Was machst du hier? Baulage einkaufen. Zuweisung aufheben. So. Dir sagen wir jetzt, was du zu tun hast. Du sollst bitte erst einmal so gerade mal gucken. Wie viel haben wir gesagt gehabt? Bauplan. Wir benötigen 12.000 Computersubstrat.
12.000, ein bisschen was hiervon, ein bisschen davon. Theoretisch, können wir jetzt sagen, nachdem der eh so weit hinten ist. Wo bist du denn? Okinawa, da bist du doch. So. Möchte bitte, dass du dahin gehst. Waren transferieren. Energiezellen. Das und das hier. Bestätigen. Hallo. Hallo. Danach sagst du, hey. Zack, Osaka. Waren transferieren mit der Osaka. Nicht mit Osaka, Schwachsinn. Mit der Kyushu. Warum transferieren wir mit Kyushu? Besteh. Oder nicht besteh. Ja, mal herkommen. Solle. Zack, zack. Bis auf weiteres bitte beschützen. Wunderbar. Ich wollte gerade sagen, das Schiff steckt hier drinnen, das soll hier nicht drin stecken. Mach das mal bitte kaputt, vielen Dank. Sodle, wo bist denn du jetzt hinterher gewesen? Irgendwo bist du jetzt gerade. Okinawa, Sonnentempel. Sikon Kapitz, so, das war jetzt du. Zack. Kannst du eine Baulage machen. Das hier und das hier. Sodle. Wenn wir das haben, gehst du nach dorthin. Warentransfer. Sekunkapit. Bestätigen und Quitronik-Substrat. Die 50 auch bestätigen. Das passt. Dann kannst du das nämlich auch gleich hier reinschmeißen. Baulager. Zack. Und zack. 12.000 ist nicht gerade wenig, muss man sagen. Das ist wirklich nicht wenig. Eventuell können wir auch direkt sagen. Bam, 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 zack. Man tauschen, warten, fliegen, warten, wilden, warten, hinfliegen. Nein, nicht warten, hinfliegen, das machst du einfach. Kann ich helfen? Ich kann kein Seminar mit dir gerade machen. Schade. Sehr, sehr schade an der Stelle. Na komm, lass mich hin. Lass mich hin, lass mich hin. Surle. Kannst du das hier machen? Für Kommandanten abfangen, für Kommandanten das nächste machen. Das geht auch nicht. Okay, Wasser ist Wasser, Bauperlen. Metall, Mikrogitter. Kommt auch mit dran. Ist jetzt also ein bisschen, es braucht einfach. Das braucht es dann einfach ein bisschen. Hokkaido, die sind Tempels. Du bist netter. Okinawa, du warst, genau. Zack. Mal transferieren. Ich möchte bitte dein Metallgitter haben, die 42. Jetzt gerade gucken, haben wir so viel gebraucht überhaupt oder nicht? Haben wir so viel gebraucht? Zack. Waren das so hier mit Baulager? Oh ja, haben wir sogar. Okay. Du wirst dann umbenennen. Du bist nicht mit Okinawa. Du bist quasi der. Du bist der. Bote der. Hallo. Hallo auch. Nee, nee, mir nenne ich einfach nur der. Guten Frachter. Klingt auch irgendwie alles doof. Das klingt alles ein bisschen arg doof, muss ich sagen. Wir nennen es einfach.
Verteidigungsschätze und grausamer Vorstoß. Das ist. Oh, ich und Nam. Zufälligerweise ich und Nam, das kommt nie gut an. Fliegender Händler klingt auch komisch. Der Verteidigungsbauer. Nee, macht doch keinen Sinn. Der Logistiker. Genau, wir nennen es einfach nur mal der Logistiker. Passt schon. Passt ja, ist soweit. Bauübersicht, Zirle. Kompetronik-Substrat, 12.000 brauchen wir davon noch, okay. Kompetronik-Substrat. Flotte. Das können wir wegmachen. Machen wir schon Logistiker, Kompetronik-Substrat. Haben wir das nicht hier sogar gehabt? Transfer in der Waren. Energiezellen, Schrottgedönseln, nein, okay. Kompotronik-Substrat. Brauchen wir eine ganze Lage davon. Mal transferieren. Kompotronik-Substrat. 400, das wird. Oje, oje. Mit Ewigkeit 3 Tage, bis die soweit sind. Zack, was wir im Baulager. Kompotronik-Substrat, 400. Oje, oje, oje. Ich glaube, da müssen wir noch einen machen. Schiff kaufen. So. L-Klasse Schiff. Ein Frachter. Schwerer Frachter natürlich, wenn schon denn schon. Mit ein paar Frachtdrohnen, Reparaturdrohnen. Ja, wobei, hier und da können wir auch welche vertragen. Marines. Wobei, in dem Fall wirklich ziemlich viele Reparaturdrohnen. Die können wir dann auch nämlich gleich ansetzen danach. So, wir sind einverstanden. Yep. Dann sagen wir nämlich auch, dass der Logistiker Information, Logistiker 1. Dann gibt es nämlich auch einen Logistiker 2 und gut ist. Das passt dann schon. Schauen wir doch mal kurz, wie lange brauchen wir das Ganze? 4 Minuten. Ich finde es echt komisch, dass ich ihn nicht zuweisen kann. Das ist etwas, wo mich gerade so ganz leicht stört. So richtig leicht sogar. Na, ich weiß, es wird angegriffen, aber ich habe eine ganze Schwadrone hier. Die müsste theoretisch eigentlich auch mitmachen bei dem Ganzen gerade. Wo haben wir dich denn hier? Osaka, zack. Du hier. Wunderbar. Bis auf weiteres Schützen. Du hier auch. Zack. Kommandanten verteidigen. Ja, ihr seid in der gleichen Flotte drin. Ihr seid sowas und alle auf der gleichen Flotte drin. Osaka, zack. Bis auf weiteres Schützen. Du auch. Bis auf weiteres Schützen. Und du auch. Bis auf weiteres Schützen. Passt soweit. Ein bisschen weiter draußen, das ist aber so vollkommen in Ordnung an der Stelle. Sudle. Wo war denn noch einmal? Genau, dich hier wollten wir doch haben. Eine Minute noch. Dauert mir zu lange. Dauert mir viel zu lange. Genau wie die Millionen ausgeben. Das bringt nämlich eh nichts, bis die alle ankommen, sind sie mir alle draufgegangen. Bei der Zeit, wie es braucht. Sorle, du hier. Information. Du bist Logistiker Nummer 2. So schaut's aus. Kann ich helfen? Nein. Ende und aus. Alles gut. Alles gut. So. Ich möchte bitte, dass du. Du wirst jetzt quasi Teil von dem. Vielleicht kann man es ja doch irgendwie machen. Das ist nämlich gar nicht mal so schlecht.
Das Benehmen nachahmen, nein. Folgen abfangen, das geht auch nicht. Zack. Die passiert auch nicht so weit. Zuweisung aufheben. Ja, das passt. Du bist auf jeden Fall hier. Okay. Das heißt, wir haben dich soweit gefestigt. Richtiger 2. Jetzt probieren wir das Ganze noch einmal aus. Da ist ja nicht gut genug wahrscheinlich. Okay, dann müssen wir es anders machen. Müssen wir es doch von Hand weitermachen. Schade. Das ist echt schade. Okay, wir brauchen noch mehr Computronik-Substrat auf jeden Fall. Sonst wird da nämlich gar nichts draus werden. Okay, Computronik-Substrat. Davon haben wir ja ein bisschen was übrig. So, du kommst mit. Dann sagen wir, wir möchten bitte... einmal einen Wiederholbefehl machen. Yep. Zack. Waren kaufen. Kompatronik-Substrate. Maximalpreis so viel bestätigen. Und danach quasi dahin schmeißen. Dann sollte es ein paar Mal automatisch machen. Verkaufe am Baulager. Kompatronik-Substrate. Mindestpreis. Ist das da hier? Bestätigen. Sottle. Passt. Ich muss gerade mal gucken, wo ist denn genau die Raumstation, wenn ich das jetzt gerade mal so sehe. Dann, stehe ich irgendwo hier drinnen? Eigentlich nicht, oder? Na, müsste soweit in Ordnung gehen, wenn ich es richtig sehe. Müsste soweit in Ordnung gehen. Okay. Geschwindigkeit wird aktiviert. Ich würde sagen, der kleine Raptor, der wird auch nicht viel anrichten. Erwarte Befehle. Der Erlkönig ist angekommen. Okay. Erlkönig, das ist schön, dass du jetzt in dem Sektor bist, aber... das ist die Teuter. Das ist falsch, Erlkönig. Du kommst mit. Ich möchte bitte, dass du da drüben mal andockst. Einfach nur andocken und warten. Das passt dann schon. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Ein bisschen arg lange sogar. Sorry. Dann machen wir wieder ein bisschen Sinser. Warum nicht? Sicherheitsschlüssel, was soll's. Und stellen uns mal zu dem hin. Damit er auch ja geschützt ist. Sörle. Du stellst dich da drüben. Wir sind hier und wir sind hier. Und da wird gebaut. Passt alles. Ein bisschen was bekommen sogar Verarbeitungseinheiten. Es gibt nichts Schöneres als zu sehen, wenn die eigenen Schiffe so prachtvoll hier sind. Ja, dann geht's uns Bargen, was nur ab. Das wird denen sowas von teuer zu stehen bekommen, wenn ich mit denen mal fertig bin. Wir müssen bloß warten, bis quasi mal die Schiffe auch kommen. Osakas sind am Schlawenzen, die Erschwan ist hier, wir verteidigen auch das Ganze. Die Tokio ist endlich mal durchgekommen, okay. Tja, die ganze Zeit ist immer noch hier drüben gekämpft, den grausamen Vorstoß 1. Respekt dafür. Das muss man sagen an der Stelle, Respekt dafür. Du bist durch und wo ist der Rest? Wo sind die Logistiker? Ah, stimmt, weil ich sie ja sonst schon geschickt habe. Ich hatte sie ja sonst wohin geschickt. Da kommen jetzt doch relativ wenig raus, stelle ich gerade fest. Dann können wir auch sagen, bitte einmal einen... Hauptmann öffnen. Wir haben schon ziemlich viel reingeschmissen. 45 Millionen wären immer noch da. Ja, die Logistik des Pumpen ist eben voll bis zum Umfang. Energiezellen kommt auch nach und nach dran. Die Gunkarbit ist auch noch so eine Sache. Hallöchen aber auch.
schön zu sehen. Pff. Wie sie einfach nur vernichtet werden von mir. Ja, nice. Ja, die kleinen Schiffe sind echt kein Problem für uns momentan. Überhaupt nicht sogar. Ich hätte es eigentlich schon gehabt, dass wir ein bisschen mehr machen können. Aber für den Moment, ich sehe es so, wie es ist. Okay. Dann möchte ich nebenbei noch was anderes aufbauen. Beziehungsweise macht Sinn eigentlich nicht. Macht gerade überhaupt keinen Sinn, nochmal was aufzubauen. Wir müssen jetzt einfach mal geduldig sein und warten. Hatte ich aber auch. Das Schöne ist, sie bekommen auf jeden Fall jede Menge Erfahrung durch das Abschießen. Und da sage ich nicht nein dazu. Nein, Tokio wird immer noch ein bisschen angegangen, aber gegen vier von denen da, keine Chance, sehe ich da bei denen. Keine Chance, irgendwas gegen mich auszurichten. So, kommt denn irgendjemand von den Logistikern langsam mal? Ich weiß, es ist ein bisschen problematisch. Ich weiß, aber... Ernsthaft? Du wirst gegen mich ankommen. Naja. Ich weiß nicht, was er sich jetzt dabei denkt, aber... Ja, es ist Überlebenschance gegen 0 an der Stelle. Sowas von gegen 0. Ich meine, wir haben eh genug Kohle. Dann können wir nebenbei schon mal sagen, komm mal, soll's. Steck mir bitte mal ein paar Millionen rein. Ich finde mir noch ein paar andere, die Interesse haben, mir was zu geben. Wer weiß, wer weiß. Je mehr... Osaka. Ich wollte gerade sagen, Osaka, wo fliegst du denn bitte hin? Bitte einmal wieder zurückfliegen. Dankeschön fürs Gespräch. Okay, Logistiker. Ja, ich habe immer noch keine Tests zerstört. Leider, muss man sagen, leider. Logistiker Nummer 1, endlich! Nee, Logistiker Nummer 2. Ja, wir müssen erstmal quasi dieses Grundkonzept aufbauen. Bevor wir nicht ein gewisses Minimum haben, können wir auch niemanden zuordnen. Da war was. Da war was, deswegen brauchen wir das Hauptquartier als erstes mal. Und natürlich dann auch, sagt es mir, ein P-Überfallschiff. Das sind alles nur so kleine Hammelbambeler. Okay, können wir nebenbei noch was ganz anderes machen. Mittlerweile sollte er ja, genau hier ein bisschen was gefunden haben. Data. Nicht Data. Wie heißen sie denn? Datentresor, wenn dann so, okay. Datentresor, haben wir schon was? Nur das hier momentan. Schade, schade, schade. Ja, was soll's. Irgendwo werden wir dann auch schon was finden. Irgendwo im Nirgendwo. Kann auch ein bisschen nach vorne fliegen eigentlich, was so ist. Komm, unser Schiff soll auch ein bisschen was an Spaß haben. Oh mein Gott, ich warte darauf, dass gleich irgendwas Großes durchspringt. Und dann haben wir richtig verkackt. Ich will aber auch alles aufsaugen. Ein bisschen so. Und genau hier stehen bleiben. Sollte irgendwas rauskommen, wird es in alle Himmelsrichtungen explodieren. So, wie schaut es denn aus mit unserem Forschungsgedönsel? 7000, es wird besser. Es wird besser. Es dauert natürlich alles ein bisschen arg lange bei dem ganzen Zeugsel, aber was soll's. Was soll's. Osakas haben wir da. Haben wir schon jemand anderen noch dabei? Wahrscheinlich eher weniger, oder? Na doch, nee, wir haben welche. Die 12 Millionen, ja, 36 Millionen, wir haben noch ein bisschen was, 500 hier, 500 dort. Müsste dann ausreichend sein, wenn die Tung auf müsste, sagen wir es mal so.
Wobei, wir haben noch den Vorteil, dass wir jetzt echt so viel haben, dass nichts durchkommt. Wobei, ja. Wir haben noch gesehen, das Überfallkommando hier unten. Okay, verstehe. Das kann da nichts werden. Wollte ich gerade sagen, wenn wir schon in der Mitte was aufbauen, aber wir brauchen erstmal quasi unsere Station, damit hier nichts mehr passieren kann. Weil wenn die hier nicht mehr weiterkommen und direkt hier aufgehalten werden, das wäre schon recht cool. Muss man sagen, es wäre schon echt cool. Also Überfallraptor. Kann schon was gebaut werden? Nein. Dafür fehlt noch ein bisschen was. Und wir nehmen. Das gefällt mir. Kann da noch ein bisschen was einnehmen, sage ich nicht mehr dazu. Aber warum musst du es gerade auf mich losgehen? Hm? Was soll denn das? Ich möchte doch einfach nur in Ruhe sinsahen. Ich weiß, ich stehe an der Front dran, das ist vielleicht nicht gerade die beste Position für die ganze Aktion, aber was soll's. Das noch mit reinziehen. Wir bekommen dafür ein paar recht gute Sachen nach und nach. Also, schlecht ist es nicht, dass wir hier sind. Wenn das ist natürlich noch terranischer Raum, also wirklich terranischer Raum, dann hätte man den großen Vorteil, dass man noch Erfahrung bekommen würden, aber ja gut, was soll's. Was soll's an der Stelle? Sördle, Gestiege 1 ist angedockt, hat sein Zeug reingeschmissen. Machst du gerade sonst noch irgendwas? Yep, Warenaustausch ist gerade kritisch. Baudrohnen sind am Produzieren, so wie es ausschaut. Warte mal. Müssen wir doch gerade mal gucken, wie es ausschaut. Meine Güte. In alle Himmelsrichtungen schießen. Nice. Sördle, sieht man schon was? Ja. Man sieht sogar was. Oh, vielleicht kann ich... Guck mal kurz, kann ich es weit genug rauszoomen? Yep, das funktioniert sogar. Oh, wie cool ist das denn? Wir sehen quasi, wie jeder einzelne Pixel nach und nach entsteht. Das sind knuffige kleine Baudrohnen. Süß. Können wir denn auch? Yep, sind sie noch aktivieren. Das Größte schlechthin. Deswegen ist es gut, wenn wir unser eigenes Bauschiff auch haben. Dann können wir sowas nämlich selber machen. Eieiei. Ja, ich glaube, das war schon richtig gut hier aufgestellt. Da lässt sich nichts dagegen sagen. Die ganzen Fraxen natürlich überall rumlaufen. Ein bisschen ungünstig. Sagen wir so, sehr ungünstig, ob was so ist. Jetzt, da sind sie. Ich wollte gerade sagen, da fehlt doch noch ein bisschen was. Ja, da sind sie, hat gerade noch gefehlt. Sördle, wir haben genug Baudrohnen auf jeden Fall. Das heißt, es sollte relativ zügig gehen. Wenn wir den Andock-Bereich auch noch haben, muss es sogar noch besser gehen. Sollen wir dann mit einem Weg kommen? Genau, von unserem anderen Logistiker und der Rest ist auch unterwegs. Die Frage ist nur, wo ist es gerade denn unterwegs alles? Logistiker 1 ist unterwegs hier und dort. Logistiker 2 kommt rein und wird schon erschossen. Nice, das gefällt mir. Logistiker 2, wo versteckst du dich momentan? Bergbau und Handel mal kurz ausschalten, dankeschön. Der Logistiker 2 ist auch in Getzefune angekommen. Wunderbar. Und hat Computronik-Substrat. Das ist doch auch schon mal schön. Ihr kämpft alle, ich sammle nebenbei ein. Probleme habt ihr alle keine und wunderbar. Ich kann noch ein bisschen weiter rauszoomen und ein bisschen so hingehen. Ja, dann sieht man es auch ein bisschen besser. Und hier oben ist der kleine Dock, quasi wo sie ihre ganzen Waren abgeben. Und die Drohnen tun dann von diesem Lager aus als so... tun dann alles nach und nach zur Baustelle bringen. Ja, herrlich. Das ist fertig. Wie gesagt, ein bisschen was anderes haben wir auch noch da. Energiezellen, Mikrogitter, 42.000. Ich bringe die 42.000. Das ist wirklich wir.
Tatsache, Logistiker 1 bringt es. Nicht schlecht, danach müssen wir nochmal ein bisschen genauer gucken. Ist er denn schon hier irgendwo? Oh, ja, der eine ist schon weg. Logistiker 2 ist da. Logistiker 1 ist auf dem Weg. Yep, ist gerade auf dem Weg. Okay, das kommt auch demnächst hinten. Ernsthaft? Ich wollte gerade sagen, jetzt werde ich gerade angegriffen, obwohl ich es gerade nicht brauchen kann. Unschön, ganz, ganz unschön. Na, darf ich nochmals insern? Yep, ich darf nochmals insern. Ich weiß, diesmal ist es wieder so eine gemächlichere Folge, sagen wir es mal so. Nicht mega Action, aber ich bin jetzt auch gerade froh. Ich hatte jetzt nämlich schon die ganze Zeit Schiss, muss ich sagen, dass ein K-Schiff oder noch was Größeres kommen könnte. Aber die paar kleineren Schiffe, boah Gott, was soll's. Erfahrung über Erfahrung. Oh, Hallöchen, Tokio-Klasse da unten. Nicht Tokio, Spaß. Ah, und deswegen braucht man die ganzen, sagt es mir, Handelsschiffe, damit die das Zeug schnell rein- und rausfahren können. So schnell wie möglich. Das könnte ihr letzter Fehler gewesen sein. Das war ihr letzter Fehler. Nicht gut genug. Gegen mich vorzugehen ist immer ganz schlecht. Ach, hab ich ihn aber auch. Okay. Das können wir jetzt natürlich nicht zulassen. Moment. Uno momento, Palfamore. Niemand, absolut niemand, wagt es hier gefälligst, hier drüben anzugreifen. Das ist ja kompletter Schwachsinn. Der Klumpenmetall hat mich wirklich getroffen. Nicht schlecht. Alles gut, alles gut. So. Dann stellen wir uns jetzt nämlich quasi hier rüber hin. Oh, Container. Er war ein bisschen viel auf einmal. Bitte alles mitnehmen, was wir haben. Oder auch nicht, egal. Oh. Kam doch noch ein bisschen was daher. Na komm, put, put, put. Dann gehen wir nochmal ein bisschen zurück, weil irgendwo hier ist doch die Station. Genau. Die ist hier. Das Administrationszentrum ist damit fertig. Das heißt, wir müssten da jetzt wahrscheinlich jemanden... Hier ist noch ein bisschen weit weg, das Ding. Jemanden zuordnen, oder? Ja, ist möglich. Der Schwanengesang, zack. Transferieren. Einen Manager zuweisen. Da sagen wir dann einfach mal, hey, ich hätte gerne den gefreiten Jones hier. Bestätigen. So. Wenn ich das jetzt habe dort... Mhm. Könnte man doch auch mal kurz probieren. Jetzt wird's lustig. Kann ich nicht teleportieren? Ernsthaft? Oh, der Turm ist noch nichts zum Teleportieren. Schade. Okay, Logistiker Nummer 1, zack. Für Baulager handeln. Alpha. Wunderbar. Und Logistiker 2 macht dann genau das gleiche. Wenn wir ihn danach finden. Logistiker 2, genau hier auch. Wunderbar. Zack. Für Baulager handeln. Nummer 1. Wunderbar, das nach und nach schon mal machen, wenn es sein muss. Das funktioniert auch bei dir. Sprünge ein Verkauf machen. Ja, mit einem Sprung wirst du nicht weit kommen wahrscheinlich. Kann ich helfen? Ah, wenn ich jetzt ein bisschen... Aus. Okay, warte mal. Nicht automatisch speichern, spielen. Moment, ich muss das jetzt noch regeln. Das muss auf jeden Fall noch sein. Na komm. Dankeschön. Müssen wir noch gerade mal gucken. Die Okinawa 1. Logistik 1, Entschuldigung. Du machst das, das, das. Der macht den Rest gerade noch nicht. Okay, Bauplan. Dann haben wir gesagt, wir brauchen auf jeden Fall noch Computronik-Substrat. Silikonkapit. Silikonkapit. Einen Moment, das haben wir gleich. Aufheben.
Position halten. Transferieren. Der war zu dem hier. Computronik. Substrat bestätigen. Warenaustausch quasi mit Baulager machen. Einmal so rüber. Wunderbar. Dann machen wir es halt nochmal kurz spontan händisch. Eieiei. Damit wir unser Zeug erstmal herbekommen. Denn sobald es ein bisschen besser da ist, sollte es auch so gut funktionieren an der Stelle. So, 3000. Aber das ist jetzt etwas, wo ich im Zeitraum auf jeden Fall machen werde. Damit wir da ein bisschen vorankommen. Ja. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen noch einmal Schrottverarbeitung. Waren transferieren mit Getsu Fune. Yep. Ich hätte gerne. Okay, das muss verkaufen. Außer es ist jetzt gerade alles verkauft worden. Das kann natürlich auch sein. Dann transferieren, handeln mit Getsu Fune. Ne, hat echt nichts mehr. Okay. Das wundert mich jetzt gerade ganz stark. Dies wundert mich jetzt echt ganz stark. Waren transferieren mit Imperators Grundlagen. Sikonkapit 200. Mitnehmen und da wieder verkaufen. Achso, ja. Und wie gesagt, das müsst ihr jetzt echt nicht sehen. Das Ganze wird quasi jetzt automatisch so gemacht werden und theoretisch könnte man sagen, letzten beiden Sachen immer machen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Moment, ich habe eine ganz tolle Idee. Wiederholbefehl bestätigen. So, du hier. Ich hätte gerne Waren kaufen. Komotronik-Substrat. Maximalpreis so viel. Kaufen und verkaufen. Dann müsst ihr wahrscheinlich auch. Ich schätze mal. Mindestpreis so viel bestätigen. Und dann sagen wir, wenn wir Komotronik-Substrat haben, möchten wir auch gleichzeitig noch kaufen. Sekundkapit. Maximalpreis so viel. Gibt's nicht. Gibt es nicht. Doch, wir haben 9000 Sekundenkapit. Ich bitte dich. Das muss funktionieren. Jetzt möchte mir das Spiel wieder quasi einen reinwirken irgendwie. Aber sowas von. Kaufen, andocken, verkaufen. Zack. Kauf von denen hier. Sekundenkapit. Ja, egal. Der macht jetzt das eine, dann machen wir das andere. Und wenn wir uns wiedersehen, ist diese Station hoffentlich vollends einsatzbereit. Das wäre doch gar ein Träumchen an der Stelle. Jetzt können wir sogar uns hinporten, wenn wir es machen möchten, aber brauchen wir nicht. Das ist alles soweit in Ordnung. Ein paar Schiffchen hier, ein paar Jägerchen dort, kriegen wir hin. Beim nächsten Mal geht's weiter, wenn das Ganze da ist. Dann wird der Sektor uns gehören, und zwar komplett. Wisst ihr mich, macht's aber gut und wie immer, tschüss alle.